Hallo meine Lieben, es ist wieder soweit, es ist Sarah Time. Heute endlich tue ich euch einen Gefallen und ich zeige euch mein Alltags-Make-up, mein Sommerlook und mein erstes Tutorial. Ja, ich bin jetzt gerade noch unterwegs gewesen, ich komme vom Baden. Bin total ungeschminkt und ich möchte euch einfach mal zeigen, wie ich mich denn so schnell und mein Tages-Make-up im Auftrag. Also am wichtigsten ist erstmal, die Haut braucht genug Feuchtigkeit. Ich benutze mal ganz normale Cremen, keine Ahnung. Das ist jetzt zum Beispiel so eine Nivea Feuchtigkeitscreme oder auch so eine ganz normale Fettigkeitscreme, aber die ist besser, wenn man ins Bett geht, weil die ist so übelst fettig, da bringt nachher das Puder sonst gar nichts mehr. Genau, so. Also, warum ich immer mein Gesicht immer so matt bekomme, da gibt es nämlich ein Wundermittel. Ja, ich sag's euch, dieses Ding, es gibt nichts Besseres, ich schwöre da drauf. Und zwar ist es von Artico. Seht ihr das? Genau, das ist so eine Art, das ist Camouflage und die deckt einfach alles ab. Und dadurch, dass ich dieses dicke Make-up nicht tragen will, mache ich eigentlich immer Camouflage hin. Und zwar unter den Augen, hier, unter der Nase, wo immer so ein bisschen rot ist und so um den Mundwinkel. Ihr seht gleich, wie heftig das abmattiert. Alle Rötungen gehen sofort weg, die ganzen Augenringe gehen weg. Immer schön, weil es ist sehr dick, sehr, sehr dickflüssig, einfach schön in die Haut einarbeiten. Oben auf den Lidern auch, dann gehen die Äderchen weg. Und dann sieht man halt gleich aus irgendwie wie eine Puppe. Und ich mag das, dass die Haut einfach glatt ist. Hier unter der Nase. Dass die Rötungen auf der Nase weg sind. Ihr seht jetzt direkt, wie mein Gesicht aussieht. Viel frischer, total glatt, keine Unreinheiten. Perfekt. Als zweiten Schritt. Opa, ich bin runtergefallen. Als zweiten Schritt kommt das Contouring. Da nehme ich einen. Hört sich jetzt ein bisschen komisch an, einen Lidschatten. Dieser Lidschatten ist von MAC. Ich zeige ihn euch mal. Das ist einfach so ein ganz normaler Lidschatten. Es ist die Farbe B54. Das nehmen viele als Lidschatten, aber bei blonden, hellen Typen ist es auch ganz gut geeignet als Contouring, damit es einfach nicht zu dunkel wird. Einfach ein bisschen mit einem Pinsel drauf und also ich tue es immer hier in die Kante rein, hier unten ein bisschen und hier oben und an der Nase. Macht einfach, das formt einfach das Gesicht schön. Passt auf, was das für einen Unterschied macht. Ich muss mich bloß ein bisschen so im Spiegel immer angucken. Ich habe das noch nicht so drauf mit den Tutorials. Das muss ich, glaube ich, nur lernen. So. Ihr seht aber gleich, wie dunkel das wird. Und das wird einfach eingearbeitet in die Haut. Hier. Dann hier unten ein bisschen. Dann die andere Seite wieder ein bisschen ein- und abklopfen. Es wird natürlich nur ein bisschen abgepudert, dass es nicht so krass ist. An der Nase ist es auch immer so krass. Seht ihr das? Ja, das ist Contouring. Also, wenn ihr das jetzt gesehen habt, ich habe jetzt nur meine Augenringe mit diesem Camouflage abgedeckt und überall dieses Contouring hingezogen, also hier an den Wangen, hier unten. Hier oben ein wenig, damit es einfach den Kopf ein bisschen abformt und hier an den Seiten. So, nochmal ganz genau ein bisschen näher hingezoomt. Und die Nase. Ihr sagt ja immer, ich habe so eine riesen Nase und dadurch kann ich sie ein bisschen kaschieren. So riesig ist sie auch nicht, die ist halt einfach nur ein bisschen spitz. So, dann kommt der Next Step, jetzt sehe ich aus wie ein Clown. Der nächste Step ist Loose Powder. Es ist von Chanel. Ich glaube, es gibt es sogar nur in einer normalen Farbe. Ein bisschen klopfen.
Dann seht ihr schon, das ist einfach nur komplett pudrig. Da kann man dann auch richtig, richtig viel benutzen. Einfach einen großen Pinsel nehmen, gescheit eintupfen. Ihr seht es jetzt gleich, sieht ein bisschen übertrieben aus. Und einfach in das komplette Gesicht tupfen. Einfach deswegen. Deswegen, weil dann schwitzt man, glänzt man den ganzen Tag nicht. Also da kann man echt, das hat keine Farbe. Das ist einfach nur komplettes Loose Powder gegen Glanz. Und einfach nochmal, um die Konturen ein bisschen zu kletten, dass das nicht so kantig ausschaut. Wenn man das ein paar Mal macht, dann gewöhnt man sich dran, dann ist es gar nicht mehr so schwierig. Genau. So. Das ist meine Grundierung. Da kommt jetzt auch noch ein bisschen Glitzer drüber, dass man nicht ganz so matt aussieht wie eine Puppe. Jetzt kommen die Lippen. Die liebt ihr ja, gell? Die wollt ihr auch immer wissen, wie ich die mache. Ich zeige es euch jetzt ganz genau. Ich benutze gerade ganz gerne einfach ganz normale Lip Liner. Auch von MAC. Die Marke ist einfach Preis-Leistung einfach in meinen Augen perfekt. Bevor ich da großartig viel ausprobiere und ich mich mit den Dingen eigentlich ganz wohl fühle. Das ist jetzt zum Beispiel ein... Was haben wir denn da für eine Farbe? Ist das das hier? Schaut mal. Strongly Stylish. Kann sein. Auf jeden Fall ist das so ein... Ich mag die Farbe einfach. Und da fahre ich jetzt... Ich versuche es jetzt mal hier so mit anzuziehen. Einfach komplett rum. Ihr seht, ich habe da unten eine komische Lippfalte, die ist irgendwie doppelt. Genau. So. Also ich glaube, so ein Make-up-Tutorial hat auch noch niemand gemacht. Die Kamera hin und her stellen, aber ich muss mir da noch ein paar Tricks überlegen. Dann gibt es hier so einen geilen, geilen Cosmo Lippenstift, ebenfalls von MAC. Der ist eigentlich ganz ideal, um auch in die Lippen reinzuschmieren. Einfach um die Farbe ein bisschen zu verstärken. Also nur in die Ecken. Was Lippen angeht, bin ich immer sehr anspruchsvoll. Die müssen perfekt sein. So. Gut. In der Mitte tue ich immer ein bisschen einen Newton rein. Eigentlich scheißegal was, ehrlich, wirklich scheißegal. Ihr könnt von mir aus, von Artikus, eine günstige Variante nehmen. Machen wir jetzt einfach mal. Das ist einfach eigentlich nur ein Camouflage und mit dem kann man auch Augenränder abdecken. Man kann hier auch diese Augen vergrößern, wenn man da drin ein bisschen die Lider anmalt. Man kann einfach alles mit dem Stift machen. Man kann auch unter den Augenbrauen ein bisschen malen, damit die größer aussehen. Also es ist wirklich so ein Allround-Stick. Aber man kann sie einfach auch die Lippen ein bisschen heller machen. Einfach bloß ein bisschen rumtipsen. Irgendeine Lipgloss hernehmen, scheißegal welche. Das ist von Catrice. Und das war's schon. Also ich mag sie, ich finde, das passt immer kurz zum kompletten Look. Man muss auch jetzt dazu sagen, dass ich Wimpern habe kleben lassen ja noch. Das habt ihr in meinem letzten Video gesehen. Ich glaube, das werde ich nicht mehr machen, weil ich finde natürlichere Wimpern ganz okay. Meine Augenbrauen sind hintätowiert, da brauche ich heute gar nichts machen, weil heute ist einfach nur ein Sommerlook. Heute will ich nicht zu künstlich aussehen, von dem her war es das schon. Ich tue jetzt noch ein bisschen Glitzer auf meine Wangen, dass ich einen schönen Ton habe. Und zwar gibt es da einen ganz tollen Glitzer. Was habt ihr erwartet von MAC? MAC, MAC, MAC. Und zwar ist das ein Global Glow. Wenn ich den aufkrieg. Scheißdreck. Vorführeffekt. Scheiße! Jetzt. Nee. Hä? Warte, ich muss irgendwas holen. Das gibt's doch gar nicht. Der hat irgendwie gar nicht so einen gescheiten Verschluss, aber der ist einfach gut. Dann krieg ich den verflixt nochmal. Jetzt nicht auf! Au! Okay. Jetzt habe ich ihn auf, seht ihr? So ein Glitzerding. Einfach nochmal ein bisschen reinfahren und drüber. Das gibt noch so eine kleine Brise. Vielleicht sieht man es im Licht noch ein bisschen besser. Ich versuch's mal.
Gibt einfach nochmal so eine braune Glitzerbrise. Auch nochmal so in diesem 3-1. Ja, keine Ahnung, ob es ein 3-1 ist. So. Jawoll. Ja, wenn ich euch gleich mit dabei habe, dann machen wir unsere Haare auch nochmal kurz zusammen. Ich glaube, mit dem Make-up kann ich mich blicken lassen. Wie gefällt es euch? Ist halt für jeden Look gedacht. Ich mache es mal noch ein bisschen größer. Das Licht hier ist aber auch schön, so mein Badezimmerfenster. So, nochmal im größeren Licht, einfach, dass ihr es anschauen könnt. So, und jetzt würde ich sagen, machen wir die Haare. So, meine Haare, da mache ich eigentlich gar nicht viel. Ich war halt beim Baden, war viel unterwegs. Von dem her bin ich da eigentlich immer relativ easy. Man denkt immer, ich stehe immer stundenlang im Bad, mache ich aber nicht, weil ich dazu gar keinen Bock habe. Von dem her kämme ich die jetzt einfach nur ein bisschen, die machen mir einen schönen Zopf. Am besten ist es einfach, wenn ihr vorne den Zopf ein bisschen einfach topieren wollt, dann hat er ein bisschen mehr Volumen. Immer ein bisschen abtrennen. Gescheit hochtopieren. Und irgendein Haarspray drauf, scheißegal was. So. Und das halt so 2-3 Strähnen lang. Und wenn man sie jetzt zurückwirft, seht ihr, die haben gleich viel, viel mehr Volumen wie davor. So. Genau. Und jetzt kann man da einfach einen wunderschönen Zopf reinmachen. Bloß ein Haargummi holen. Jetzt. Eigentlich ist auch wurscht, welchen Haargummi ihr nimmt. Kopf über. Ist einfach einfacher. Schmeiß alles runter, ey. Also. Genau. So schön hochziehen. Aua, ist alles im Auge. So finde ich, dass er ganz gut ausschaut. Und dann haue ich einfach noch diesen Haargummi rein. Oh, Scheiße. Ich gehe jetzt. Jetzt habe ich da einen Knoten drin, oder was jetzt? So. So. Festziehen und dann sieht man, es ist so total komisch. Ich zupfe dann immer noch mal alles raus. Für mehr Volumen. Ich liebe ja Volumen, aber ich bin immer so übertrieben wie früher, gell? So. Nochmal alles schön zurechtkämmen. Rechts zupfen. So, meine Haare sind jetzt fertig. Ich habe jetzt gar keinen Bock mehr, ehrlich gesagt, da drüber zu kletten. Man könnte jetzt da noch drüber kletten, damit der Pferdeschwanz halt richtig gerade nach unten geht. Aber ich finde, er hat so schon richtig viel Volumen. Wenn das euch nicht genug Volumen ist, habe ich euch gleich nochmal einen Tipp. Also, so müsste das jetzt passen, mein Look für heute. Ja, ich komme noch vom Baden, ich habe immer noch mein Bikini an. Oh, scheiß Linse. So. So, falls euch das Volumen nicht reichen sollte, hier am Pferdeschwanz, dann könnt ihr immer noch hier eine Strähne wegnehmen und die dann komplett um diesen Pferdeschwanz wickeln. So. Und wenn ihr die ein paar Mal rumgewickelt habt, dann einfach mit einer Haarspange, mit einem ganz normalen Clippy, die letzte Haarsträhne hier feststecken. So. Dann sieht das Ganze nämlich noch mal ein bisschen ordentlicher aus. Da, ihr seht's. Ich hoffe, ihr könnt es sehen.